Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Supremacy 1940. Wir haben den Tag 82 und diesmal wirklich Tag 82. Ich bin noch vor Tageswechsel, ausnahmsweise mal. Ist ja schon was Besonderes. Vor Tageswechsel. So, was ist denn in der Zeit passiert? Erstmal gehen wir in den Westen. Ich habe mit der Schweiz mal abgesprochen und uns geeinigt, oder besser gesagt, hat er gemeint, ich soll nicht alle Schiffe runterschicken. Ich schicke jetzt 20 Schiffe wieder zurück als Notfallarmee. Es kann ja mal sein, dass da was passiert und dann kann die Schweiz wahrscheinlich manchmal hier drauf reagieren und mithelfen. Dementsprechend schicke ich 20 zurück. Die Flieger kommen ja auch wieder zurück. Ich denke mal, das müsste dann dennoch reichen, zumindest auch lang genug aufzuhalten, bis er in die Schweiz doch noch kommen kann. Rechtzeitig kommen kann. So, zweite gute Nachricht ist, die Südarmees werden jetzt flankiert. Nämlich der noch vor kurzem inaktive North Carolina ist jetzt anscheinend bald aktiv im Kriegsgeschehen dabei. Denn er schickt jetzt seine gesamte Armee, die er hier gesammelt hat, in die Flanke der Feinde rein. Könnte echt vorteilhaft werden. So, und das ist ja nicht gerade wenig. Knapp 1200 Infanterie, 91 Artillerie und 2 Panzer. Das tut weh, auf jeden Fall. Haben sie irgendwelche Flieger? Nö, die haben hier schickt er Eisenbahngeschütze. Das werde ich beobachten, ob sie reparieren. Dann wissen wir, die setzen dann auch gerne mal ein paar GM ein. Das müssen wir halt weiter beobachten, wie das jetzt danach aussieht, weil so ist es eigentlich dumm. Eigentlich ist das dumm. Da lohnt sich wahrscheinlich eher ausschiffen, rüberfahren, einschiffen. Dann ist das wahrscheinlich sogar noch schneller. Ja, ansonsten sehen wir erstmal hier erstmal nichts. Was haben wir hier? Ist er auch im Krieg schon? Nö, bis jetzt nur gegen den Französischen. Also der Gelbe hier. Das ist der einzige, der bisher nicht so wirklich Aktivität, beziehungsweise nicht so kriegsbeteiligend hier dabei ist. So, natürlich hoffen wir jetzt dadurch, auch die Schweiz ist jetzt froh, dass jetzt noch mehr Truppen in den Süden gesandt werden, um die Invasion hier zurückzuschlagen, dass wirklich wieder Richtung Pattsituation entsteht. Wir müssen sich gegenseitig auslöschen. Nee, geht nicht. Gegenseitig zermürben. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das ist natürlich unsere Hoffnung. Denn ist auch deren eventuelle spätere Rebellion gegen uns, ja, nicht viel aussagt. Nicht viel aussagekräftig. So, natürlich hier die Schweiz geht ganz gemütlich weiter hier in Afrika vor. Und der hat jetzt auch schon mittlerweile einen ordentlichen Punkteabstand zu mir und wie ich auch schon gesagt habe, glaube im letzten Video, ich glaube den ersten Platz muss ich abgeben. Also ich habe noch lange darum gekämpft, vielleicht auch noch der Erstplatzierte zu werden. So stolz wie ich auch bei meiner letzten Projekt mit Japan natürlich war, kann ich hier aber leider nicht mehr absahen und muss mich wahrscheinlich eher mit den Zweitplatzierten zufrieden geben. Aber dennoch ein sehr verdienter zweiter Platz. So, was ist jetzt nun im Osten passiert? Wir fangen mal hier oben an, im Norden. Amur, ja, das heißt doch Amur, ja Amur, der dunkelbraun-grün Typ da hinten ist jetzt mit im Krieg, hauptsächlich gegen Posen. Er hat hier 8 Bomber. Er hat auch noch irgendwo ein paar Jäger gehabt. Ich glaube, es waren 4 oder mehr sogar. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Es waren aber nicht wirklich viele. Und halt seinen Truppen, 52 Artillerie, 57 Infanterie. 32 geht er gerade vor, um hier vorzustürmen. Meine Vermutung ist, dass das alles ist. Eigentlich nicht. Eigentlich hat er bestimmt noch mehr. Aber die hat er wahrscheinlich hier überall rumstehen. Auch hier hat er noch bestimmt eine Menge rumstehen. Die müssen auch irgendwie jetzt erstmal kommen.
Deswegen muss ich auch hier die Verteidigung weiter ausbauen, damit ich rechtzeitig sehen kann. Und ah, jetzt sagt er auch meine, das war klar. Und mal schauen. Ah, das ist bestimmt so einer der ersten Truppen, die kommen. Also das ist bestimmt das Erste, was da ist. Man sieht auch, die machen hier ordentlich Druck. Hier, Eintreich, Jäger von Kojaken. Das waren, glaube ich, damals die, die geflüchtet sind. Rechtzeitig. Machen hier Stress. Natürlich, hier die Bomber machen Stress. Deswegen habe ich ja hier... Was seid ihr, Jungs? Da. Meine 50 Jäger. Problem ist, Posen baut nicht die Flughäfen aus. Ja. Also hier hat er einen. Schön, toll. Aber hier nicht. Hier müsste er eigentlich bauen. Ich hoffe natürlich, dass durch die eroberten Gebiete, gut, jetzt ist hier schon zerstört, dass er hier vielleicht ein Flugfeld beibehält. Gut, ich bin ja jetzt auch nicht gerade vielleicht dabei, aber wie soll man denn vorankommen? Also kann ich erstmal hier die Kollegen nicht abschießen. Leider. So, weiter hier unten. Die Truppen von Fugin ziehen sich zurück. Jetzt anscheinend dahin. Das Lustige war, er hatte versucht anzugreifen, ist dann inaktiv, oder nicht inaktiv, offline gegangen und ich konnte ihn die ganze Strecke hier zurück blocken. Weil die ja drauf erpicht waren, zu jagen, habe ich alles zurückgezogen, immer wieder. Er hat auch bis zu 400 Infanteristen abgekoppelt und versuchte halt meine im Nahkampf zu binden. Natürlich, könnt ihr euch vorstellen, hier, ich habe den einen Trick, den mir die Schweiz gesagt hat, benutzt. Ich kannte den noch ein bisschen anders. Das galt eher für uns beide, als dass es so war. Nämlich, wenn ich drauf gehe auf meinem Gebiet und die nicht mehr verändere, also sag, von hier nach da durchweg laufen, dann kann ich beispielsweise, bevor Fugil auf mein Land kommt, Eisenbahn abschalten, dann ist seine Geschwindigkeit viel, viel geringer. Da hat er auch, um hierher zu kommen, zwischen 11 bis 13 Stunden hätte er jetzt gebraucht. Und ich war innerhalb von 2 Stunden da. Wenn ich aber in der Zeit neue Befehle gebe, dann passt er sich natürlich dran. Das ist so ein, man kann sagen, eigentlich ein kleiner Bug. Eigentlich schon. Also weil ich mir das denken kann, ich sage das eigentlich ein tolerierter Bug? Könnte es ein tolerierter Bug sein oder so ein richtiger Bug? Können wir in die Kommentare reinschreiben. Ich bin nicht unsicher. Also ich kannte die Möglichkeit, dass man, wenn man abschaltet, dass der Gegner noch langsamer ist. Dass man die halt noch schneller abhauen kann. Aber du kannst auch noch nicht. Na denn, um gleich mal eins vorweg hier unten zu erzählen, hier waren ja die 65 Jäger von den Chinesen gewesen. Diese Operation, die ich da nachts durchgeführt habe, habe ich auch meinen Namen gegeben. Habe ich auch der Schweiz gesagt. Das nannte ich Operation Drachensturz. Weil halt Chinese, Drachen und so. Dann halt sind sie abgestürzt, die Flieger, Drachensturz. Und hier hatte ich mir eigentlich überlegt, so, es wäre schon ziemlich geil, wenn das wieder passiert. Wieder glückt die 43 Jäger von ihm. Und da das wahrscheinlich dann morgen früh, also damals, also heute, morgen früh passiert wäre, habe ich gesagt, ja, Operation Morgenlatte. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen kam, aber ich weiß es irgendwie toll, den Namen. Also, Operation Morgenlatte ist leider nicht erfolgreich gewesen. Aber auch kein Misserfolg. Es ist ein Teilerfolg. Warum Teilerfolg? Was meine ich damit? Die 43 Jäger habe ich zerstört. Also das Ziel, die zu zerstören, wurde erfüllt. Aber nicht wie. Und auch die Verluste. Er war rechtzeitig munter geworden, als meine Bomber den Flughafen hier zerstören wollten. Und die hat erwischt.
Die hat erwischt und ich konnte am Ende nur 8 Bomber retten. Von, glaube ich, 19 waren es. Herbe Verluste. Auf jeden Fall. Dann hatte ich noch 200 Infanteristen geopfert. Ich weiß nicht, wie die weggerattert sind. Also, boah. Da war, hier drin waren, glaube ich, nur 15 Infanteristen mit Stufe 5 Festung. Die hätten eigentlich 200 locker eigentlich überrennen können. War nicht so. Die wurden platt gemacht. Einfach so, weg waren sie. Da war ich baff gewesen. Naja. Deswegen Teilerfolg. Mein Ziel wurde erreicht, aber zu hohen Verlusten. So, nachdem halt die Flieger weg sind, er hier drüben auch noch einen auf die Backe bekam, sprich seine 300 bis 400 Infanteristen einfach mal zerschossen worden sind, ohne mich einmal zu erwischen, zieht er sich nun zurück. Ich konnte auch noch, glaube ich, zwei, maximal drei Mal, als er sich zurückzog, noch beschädigen. Und er geht jetzt halt nach Chuck Links. Hier drüben steht er hier runter, wahrscheinlich kürzer wegen den ganzen Wegen. Frage mich halt, wohin er geht. Ich kann mir vorstellen, dass er die jetzt zu denen hochschickt, um die zu vereinen. Aber es macht ja keinen Sinn, habe ich immer gesagt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Zum Transport ja, aber zum Kämpfen gesteckt nicht. Naja, ich bin jetzt auf dem Weg hinterher. Zehnmann schicke ich hinterher. Die ein bisschen vorrennen. Artillerie dahinter. Die schießen auch einmal hier drauf, um die gleich mal wegzubolzen. Nochmal schauen. Hier kommt schon die nächste Armee, die hier die bisschen abfangen soll. Die hinterher, dann hätte ich ja schon wieder eine ordentliche Armee, um die zu zerstören. Wenn ich die bekommen sollte. So, hier unten gehen meine kleinen Truppen hier, die sich langsam doch gesammelt haben, vorwärts. Und oben mache ich hier so ein Stückchen. Da muss ich vielleicht mal überlegen, entweder hier so einen Keil reinzuschlagen, dass ich hier die See nutze, als Puffer. Dass sie sich eher sagen müssen, wir gehen drumherum, dass ich die wirklich als Puffer nutzen könnte. Mal schauen, vielleicht dann hier so wieder zurückerobern. Vielleicht teile ich die auch nochmal und schicke 8 hoch und 10 runter. So, wenn wir schon einmal hier unten sind, die Nordseite hier wird von unseren Verbündeten, auch Posen mittlerweile, sehr gut gehalten. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt schon befürchtet, dass ich hier auch was aufstellen muss, damit ich hier verteidigen kann. Ist aber nicht so. Die haben sich wunderbar gehalten. Auch natürlich mit meiner Hilfe und meiner Jäger und Bomber. Die Bomber, die ich hier stationiert hatte, haben wunderbar die 19 Bomber von den Chinesen auch wunderbar zerschossen. Er hat aber 5 Bomber retten können. Schade. Diese 5 Bomber sind, glaube ich, irgendwo hier mittlerweile. Aber die kommen nicht zum Einsatz, weil ich natürlich überall Jäger habe, die sie abfangen können. Während meine Bomber natürlich die 15, also die 8 geretteten und die 7 neu dazugekommenen, die ich hier vereint habe, Bomben gerettet diese chinesische Armee zusammen. Das ist jetzt keine wirklich große gewesen, da viel Infanterie war dabei, Artillerie ging, aber immerhin ein Sieg. Und denken wir, das kann man sich sehen lassen. So, hier oben verteidigt ja so gut wie möglich mit den EWG und natürlich Posen mit seinen 6 Artilleries. Hier nochmal 83 Mann. Ich finde, das sieht gut aus. So. Der Chinese stürmt weiter hier in die Mitte rein. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Falls du, also der Chinese hier, du zugucken solltest, Guranga, wenn du zugucken solltest, kannst du mir verraten, was dein Plan war? Also ich verstehe den nicht. Ich verstehe den echt nicht. Du konzentrierst den hier komplett, versuchst hier reinzustechen, obwohl ich gerade Truppen deines Verbündeten gerade platt mache. Das ist das sowieso. Die gesamte Kriegsverlauf ist sehr auf einen Punkt immer konzentriert.
diese Massenzusammenführung. Ich würde gern ausfächern und halt über das ganze Land hinwegfegen. Aber solange sie ja auch hier solche Massen an einen Punkt konzentrieren, muss ich da selbst zu einem Punkt konzentrieren und vorjagen. Er greift ja hier gerade die nächste Provinz an. Ich finde es halt echt seltsam. Er stürmt hier vor, aber gegen mich macht er noch gar nichts. Es ist echt seltsam. Hat er Angst, dass da jeden Moment wirklich was von mir kommt? Verfolgt er irgendeine Strategie? Ich sehe die Strategie nicht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Naja. Jedenfalls, wie ich schon gerade eben gesagt habe, hier wird gerade die Fugin-Armee platt gemacht. Ich habe ihn auch mal hier wieder erfolgreich locken können, ihn erfolgreich in die Falle tappen lassen und dann halt erfolgreich den Weg abgeschnitten. Und jetzt, wie man sieht, erfolgreich mache ich ihn gerade platt. Als immer wieder sein Problem war, er setzte zu sehr die Heeresleitung ein. Da ist er Mitglied der Heeresleitung. Und der hat halt dieses Feuer, diese automatische Feuern drin gehabt. Also, sobald ein Feind in der Nähe ist, schieße! Wie ein Bekloppter! Ja, doof war dann, wenn ich hier einen Trupp vorschicke, bevor ich überhaupt in Reichweite komme, dann schießt er auf die Truppen. Ich hatte hier 15 Mann als erstes losgeschickt, ganz am Anfang, hat er drauf geschossen, 5 haben überlebt. Somit hat er seinen Tick verschwendet und meine kamen. So. Das ist immer sehr gefährlich halt, wenn man diesen Modus drin hat. Jetzt ist mittlerweile so, ich konnte ihn immer wieder gut ausweichen, nämlich auch immer wieder rechtzeitig Truppen gesplittet habe und er somit immer wieder entweder daneben geschossen hat oder gar nicht zum Schuss kam mehr. Mittlerweile hat er wahrscheinlich wieder ausgeschaltet und er zieht nur noch auf Lala. Man sieht, er bombardiert Lala. Deswegen habe ich meine Truppen jetzt weiter südlich stationiert. Und ja, der ballert jetzt ganze Zeit nur daneben. Die Moral geht runter, kein Problem. Seht ihr, in unter 6 Minuten geht dein nächsten Tick weg. Also die Truppen sind weg. Er hat jetzt noch versucht, die 300, etwas mehr als 300 Infanterie entgegenzulaufen zu lassen, damit die geblockt werden halt. Aber ich habe natürlich mit 200 Infanteristen geantwortet, indem ich die einfach dahingestellt habe und gesagt, nö, du kommst hier nicht ran. Deswegen kann ich jetzt schön auf die Haupttruppen weiter bombardieren. Sobald die weg ist, kann ich natürlich auf die anderen Infanteristen schießen. So, ich greife nicht an. Also bei mir ist jetzt kein Tick zu sehen. Und das ist auch mit Absicht so. Dann ist ja immer nur der Tick von diesen Truppen wichtig. Das heißt, in etwa 4 Minuten kommt sein Tick. Es wird berechnet und dann muss er wieder eine Stunde warten. Würde ich auch machen. Dann wird es ja beschleunigt. Dann ist er schneller. Aber ich will ja nicht, dass es schneller geht. Ich will, dass es schön lange dauert. Dass so schnell wie möglich die zerstört werden und die Artillerie unterstützen können. So. Für alle Fälle habe ich hier natürlich noch 200 Mann hier hingestellt, dass auch nicht da fliehen kann. Wenn er das bombardieren würde, kein Problem. Ist ja immer noch Artillerie geschützt. Also hier ist erledigt. So, Truppen. Hier die 44 Artillerie mit den über 1000 Infanteristen kommen. Ich habe etwa 6, 7 Artilleries hier runter geschickt, damit hier ein 50, 51 Stack Artillerietruppen zusammenkommen. Und die werde ich dann hier hinschicken zum Kämpfen. Und sobald das hier vorbei ist, schicke ich die hoch in den Norden, wo sich auch schon die ersten Truppen ansammeln. Hier, weil hier kommen die ersten 28 mit 211 Infanterie. Hier meine 23, knapp 500, zusammen etwa 52 Artillerie mit 686 Infanterie. Die sind dann hier dazu da, um hier abzuschneiden. Wenn das vielleicht der Plan ist, er hier vorstoßen will, ganz tief in die feindlichen Reihen, um dann hier Terror zu machen, kann ich ihn hier wenigstens abfangen. So, sollten also die Truppen rechtzeitig fertig sein, kann ich hier zwei volle Stacks mit 52, 53 Artilleries hier hochschicken, dann hätte ich drei Armeen in dieser Größe hier oben.
gegen den Chinesen. Wenn ich Glück habe und sich in der Zeit noch mehr ansammelt, wenn hier kaputt machen, sich halt mehr ansammelt, dann kann ich vielleicht sogar noch eine vierte Armee losschicken. Also aktuell 10 Artillerie, 104 Mann. Okay, aber wenn man ja sieht, was hier so kommt, warte, wir nehmen jetzt den. In sieben Stunden, also bis morgen früh allein, kommt hier noch was. Mal gucken, was wir hier so in. Was habe ich gesagt? 6, 7? Ne, den hatte ich nicht gerade. Oder? Hier ist eine Infanterie, da Artillerie. 7 Stunden, gucken wir. 7 Stunden, 8, 7, okay. Zack. Zack. Muss gucken. Zack. So, da haben wir schon bis morgen früh 30 Artillerie und 189 Infanterie gesammelt. Also, Artillerie kommt. Noch hier hinten immer weiter, immer weiter. Immer die Massen an Artillerie kommen jetzt langsam an unseren Ort. Denk mal, einen weiteren 50er Stack werden wir dabei haben. So, das bedeutet, dass Chinesen, also die Haupttruppen hier, die da, die werden Minimum 3 dicke Armeen gegenüberstehen haben, alles klar, das ist mal wieder ein schönes Deutsch. Mindestens 3 Armeen, bis zu 4 Armeen. Die soll dann er erstmal besiegen. Man muss bedenken, er hat nur noch 5, mindestens nur noch 5 Bomber. Er hat keine wirklich Lufthoheit durch Jäger. Er hat nur ein paar Jäger, mittlerweile auch nachproduziert, aber nicht mehr die überlegene. Auch die Flussflotte hier wird demnächst komplett kaputt sein. Das waren, wie viele waren das jetzt? 32? Ich glaube 32 Jäger waren das. Ich hatte hier 19 Jäger hingestellt und meine 50, die ich hier hatte. Ich hatte meine 19 als erste hingeschickt. Angetäuscht mit Bomberangriff vorher, deswegen hat er auch hier hingeschickt. Und während des Fluges habe ich meine 50 auf seine gejagt. Ich habe leider 20 verloren, er 11 im ersten Schlag. Und die 19 hatten dann die anderen. Waren es auch 19? Nein. Hä? 32 minus 11? Da komme ich auf 21. Wie bin ich auf 19 gekommen? Keine Ahnung. Jedenfalls, die 19 haben dann diese Flieger auch nochmal ein bisschen klein gemacht und das war's. Naja, diese 19 Jäger sind mittlerweile runter auf 4. Und hier, durch diese Schlacht, habe ich auch jetzt zum ersten Mal zu 100% verstanden, wie das Flugkampf da funktioniert. Auch mit dem Trick hier, wie mein Flugzeug vernichtet. Dadurch, wie ich das jetzt gemacht habe und weiß, wie man das einsetzen kann, um feindliche Flugzeuge abzuschießen oder halt zu zerstören anhand der Spielmechanik, habe ich auch natürlich schon eine Gegentaktik entwickelt durch den Ereignis hier oben. Deswegen. Habe ich das überhaupt genau benannt? Ne, habe ich nicht. Deswegen habe ich jetzt hier zu 100% verstanden, wie das mit den Fliegern funktioniert. Also wenn die hier patrouillieren, und die kommen hier an und patrouillieren, kriegen die denn als erstes den ersten Schaden, weil sie reingekommen sind. Haben meine dann, zum Beispiel in 54 Minuten, den nächsten Tick, beziehungsweise den nächsten Patrouillenflug scannen haben, dann wird berechnet und die kriegen Schaden. Der Feind hat in 9 Minuten seinen Tick und er bekommt von mir den Schaden, weil er eine Aktion auslöst innerhalb der Patrouillenroute. Genau. So ungefähr funktioniert das. Deswegen ist es in eine Patrouille, die schon steht, reinzufliegen, nicht wirklich das Klügste. Nicht wirklich. Das ist mir schon aufgefallen. Nun denn. Ja. Die chinesische Armee wird dann als nächstes zerstört, gejagt und zerstört. Und wenn die weg ist, freie Bahn. Aber ich werde dann wahrscheinlich erstmal die Gebiete zurückerobern, beziehungsweise er muss ich zurückerobern. Werde auch dafür sorgen, erstmal hier wieder zu stabilisieren, das was ich erobert habe. Weil Festung werde ich jetzt eine Menge brauchen und zumindest auch eine Menge Eisen.
Damit zu stabilisieren, wenn man hier überlegt. Steigend. Hier auf 11% und immer noch. Oh, steigend, okay. Da reicht schon einer aus. Fallend. Nicht so schön. Dann ist echt einige, die sind mit schlechter Moral. Ja, und mit 39%. Rebellion, nicht gut. Deswegen muss man hier stabilisieren erstmal, bevor ich noch weiter reinwasche. Wegen so viele Truppen kann ich ja auch nicht stehen lassen. Das geht auch nicht. Ich muss mir denken, hier müsste ich das machen und hier oben. Also hier muss ich erstmal einiges nachbauen. Also sie sollen mindestens halt die 35% erreichen. Fallen doch, du Scheiße. Warum fallen die alle? Also zum Stabilisieren halt. So, unsere Ressourcen gehen auch langsam zur Neige. Langsam. Also Nahrung, wegen dem Krieg natürlich. Drückt das auf unsere Nahrung. Noch haben wir einen Vorrat. Aber wir wissen halt, wie lange der anhält. Das ist das Problem. Eisen- und Holzproduktion sieht da so gesehen recht schnieke aus. Aber ist nicht wirklich viel. Wenn ich jetzt sehr viel Eisen wieder verballere in die Festung, komme ich ja nicht dazu, Fabriken, Häfen und Eisenbahn zu bauen. Um halt die Moral und Produktion zu erhöhen. Kohle wegen den auch neu eroberten Gebieten, auch wo die Eisenbahn ist. Dementsprechend hoher Verbrauch. Aber ich will die auch da lassen, wegen allein der Moral. Wenn man sich überlegt, hier so eine Eisenbahn plus 7, wo hast du das? Mal einfach so. Und der hat hier steigend. Bei 28%. Soll man nicht so missachten. So, ja. Ja, was ist denn hier passiert? Wie gesagt, die Bomber griffen hier an, haben das Flugfeld zerstört. Ich konnte dann, wollte hier angreifen. Da wurde er aktiv. Er hat seine Flieger losgejagt. Losgejagt. Ich merke schon. Mein Deutsch heute nicht gut. Er hat seine Flieger losgeschickt, um meine Bomber zu jagen. Als solcher Abfangkurs. Und hat seine Truppen losgeschickt, um meine anzugreifen. Die waren noch ein bisschen. Die waren etwa. Hier. Etwa, also schon ziemlich tief eigentlich. Ich konnte mich nur damit retten, indem ich halt mit Gewaltmarsch mich rausbewegt habe in meine eigene Provinz. Er hat natürlich in der Zeit die 300 bis 400 Infanterie losgeschickt. Und ich hatte halt, glaube, 10 Mann oder so, so wie hier jetzt, entgegengeschickt. Und da hat er auch wieder den gleichen Fehler gemacht. Diese aggressive Einstellung. Das heißt, die 10 Mann kamen, er schoss. Überraschenderweise komplett unversehrt gewesen. Er hat seinen Tick damit verballert und er hat sich nicht bewegt. Sein Befehl war, näher ranzufahren, aber wegen der Einstellung kam er mir nicht hinterher. Er hätte mich wahrscheinlich an der Grenze gerade so noch erwischen können zum Beschießen, das war's aber auch. Aber dadurch konnte ich mich retten. Die 300 Mann, die kamen, habe ich natürlich dann mal beschossen. Als der Flughafen hier zerstört war, habe ich dann mit diesen Artilleries auf die kommenden Infanterietruppen geschossen und habe dadurch diesen Flughafen zerstört. Schlussfolgerung: Die Flieger müssen ja bald abstürzen. Die machen aber ihre letzte Aktion, heißt, der Angriff auf die Bomber findet noch statt. Ich habe natürlich gehofft, so, ja, die Opfer, gut, nehme ich hin, aber wenigstens sind die Flieger K.O. Fehlgedacht. Ich habe eins nicht gewusst: Es geht nicht von den Standort, wo sie ihr Heimatflughafen haben. Es wird berechnet, wo sie gerade sind. Das heißt, sie waren hier und der nächste Flughafen war hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie natürlich vorher auch noch zerstört. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Deswegen auch die Anti-Taktik. Nehmen wir da jetzt. Ich war wahrscheinlich gerade so weit. Greift jetzt jemand, will jemand diese Flieger zerstören, müsste er, nehmen wir es mal von den Bombern, den Flughafen, diesen. Ja, die zerstören auf jeden Fall. Die sind ja so gesehen dabei und man muss überlegen, wohin die fliegen. Gut, ich habe es nicht gewusst. Aber wenn man ungefähr weiß, wo die fliegen könnten, also hier runter, dann muss man auch die in Betracht ziehen. Beispiel den hier muss man in Betracht ziehen.
Dann können wir ja mal gucken. Hier greifen sie ja gerade an. So. Nee. Doch, sieht man. Ganz schwach, aber sieht man. So, hier stehen sie. Gut. Der hier wär nicht dabei. Gibt's noch eine? Ja, hier, die hier. Die ist dabei. Genau das ist der Punkt jetzt. Ich habe jetzt wie halt hier gedacht. Gut, alle anderen zerstört. Nee, der ist nicht in Reichweite. Alles klar. Jetzt fliegen sie hier runter, aber dann ist er in Reichweite. Das heißt, die flogen von hier nach da. Das heißt, wenn jemand hier angreift, alles andere zerstört und der kommt hierher und ich weiß, oh, ich habe ein Problem. Der will meine Flieger halt zerstören. Aber jetzt über den Boden wegbewegen, dauert zu lang. Die werden sie da erwischen. Was nun? Ganz einfach. Antitaktik dagegen ist, du nimmst deine Flieger, schickst du hier so weit wie möglich in die jeweilige Richtung, beispielsweise hier hin, und dann, wenn es zerstört worden ist, sagen deine Flieger, wo ist der nächste Flughafen? Ach da, bumm. Fertig. So kannst du entkommen. So. Diesmal wieder eine sehr lange Folge. Ist auch eine sehr große Front. Und es passiert auch jetzt wirklich tagtäglich etwas. 18 Minuten. So. Dann würde ich mal sagen, wenn euch das gefallen hat, wie hier alles vorstanden geht, euch auch das Video gefällt und allgemein, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Eure Kommentare über diesen Krieg gerne in die Kommentarbox reinschreiben. Ansonsten beim nächsten Mal wieder einschalten, mitfiebern und tschüss.